Kennt ihr das auch, wenn die größten Spießer im Universum euch mal wieder so richtig auf die Nerven gehen? Ja, oder diese Leute, die einen rumkommandieren wie Darth Vader. Oder die mal alles besser wissen, so wie Dings hier, weißt? Wie ist der Einstein? Einstein, Alfred, Einstein. Albert Einstein, meinst du? Das hab ich doch gemeint. Naja, egal, auf jeden Fall, Leute, jetzt ist hier Payback-Time. Ja, wir gegen die Erwachsenen. Starten jetzt eine richtig geile Rebellion gegen diese ganzen Langweiler. Ja, Mann, wir müssen endlich mal zurückschlagen. Nicht wortwörtlich, ne? Schon mit Pranks. Natürlich mit Pranks. Nicht mit irgendwelchen Pranks. Den krassesten Pranks, die Welt jemals gesehen hat. Jungs, jetzt haltet euch fest. Boah, fuck. Unsere eigene Karre. Das ist unserer? Ja. Wir haben sogar ein eigenes Logo, Mann. Und die haben uns den einfach so gegeben. Wir wissen halt nicht, dass Lada das Ding fahren wird. Klappe jetzt, ich kann Auto fahren. So, hier. Boah. Hinten sind schon mal die Requisiten. Dann natürlich eine eigene Regie, worüber wir alles sehen und steuern können. Das ist richtig geil. Jetzt brauchen wir eigentlich nur einen Prank. Dennis. Wie sieht's eigentlich aus mit der Holzkiste? Ich hab da was am Start. Let's go. Was machst denn du da? Siehst du gleich. Kriegst du da überhaupt Luft? Ja, ja, hier ist ein Loch. Jetzt versuch doch mal, die Kiste zu heben, Marvin. Marvin, wo sind deine Muckis hin? Hör mal. Komm, versuchst du doch. Geile Idee, oder? Okay. Ich weiß gar nicht, was du hast. Die ist doch voll leicht. Dennis? Lara! Ja? Ich sag dir mal was. Nicht mal die stärksten Leute haben da eine Chance. Und ich würde sagen, lass uns einfach direkt anfangen. Ich glaube, das funktioniert. Dann, let's go! Lara, wieder immer das Gleiche. Einfach die Klappe halten, okay? Wir fahren jetzt einfach weiter. Okay. Hallo Leute, herzlich willkommen hier in der Regie in unserem VSS Kidsbus. Ich würde sagen, lasst uns gar keine Zeit verlieren und direkt zum ersten Prank kommen. Ich erkläre euch mal ganz kurz, worum es geht. Lara hat einen Umzug geplant. Und was braucht man dafür? Natürlich ganz viele starke Helfer. Ob sie die hier heute findet, ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. Ich würde sagen, wir fragen erstmal nach, wie es Dennis geht. Dennis, alles gut bei dir? Lebst du noch? Alles gut. Lara, Achtung, da kommt jemand. Entschuldigung, könnten Sie mir mal ganz kurz helfen, die Kiste nach oben zu tragen? Okay, ich glaube, wir haben ja schon mal die ersten Kandidaten. Eigentlich wollte ich die einfach nur hoch in meine Wohnung tragen, aber ich kriege die allein nicht hoch. Mein Papa musste gerade schnell weg. Oh Gott, was ist denn da drin? Geschirr, Besteck. Ich weiß auch nicht, was der da alles reingepackt hat. Boah, keine Chance. Wollen wir zusammen versuchen? Ich glaube ehrlich, die klebt doch fest, oder? Du bist ja keiner klaut. Ja, aber du musst ja hoch. Ich muss keine Ahnung. Den Wagen umpacken. Keine Ahnung. Krieg die gar nicht hoch. Ey, ich habe keine Ahnung, was mein Papa reingepackt hat. Geschirr und Besteck. Also, ich krieg die nicht mal ansatzweise hoch. Also wirklich gar nicht. Ich auch so wirklich gar nicht. Was ist denn? Ich krieg sie nicht hoch. Nee, die kriegt keiner hoch, weil die. Oh, die ist echt schwer, oder? Sag, dein Papa hat die ganz alleine hochgetragen. Mein Papa hat die eben ganz alleine da rausgetragen. Ja, ja. Ja, der konnte man die hochheben. So, Dennis, jetzt kommt unsere Mini-Hulk-Kiste loslassen. Kann ich irgendwie helfen? Ja, ja, du kannst sie mal hochtragen, wenn du willst. Fass mal mit an. Okay. Ist doch nicht schwer. Ja, versuch doch mal. Ist nicht schwer, ich krieg's hin. Sie sollten stärker als ich sein. Da gibt's irgendeinen Trick bei. Hallo, kann ich helfen? Ja, du machst das jetzt alleine. Gehen Sie mal kurz zur Seite. Ja, gehe ich zur Seite. Oh. Ist doch ganz einfach. Ja, ja. Na Mensch, du bist ja der Größte. Zeig Sie sollten mal eigentlich stärker sein als ich. Aha. Ist ja gar nicht mal so schwer. Was habt ihr hier? Ey Leute, richtig, richtig geil gemacht. Jetzt leiten wir über zu Phase 2. Was geht?
Bro, kurze Frage. Was ist überhaupt Phase 2? Mein Bester. Schau einfach selbst. Lara, komm, jetzt aber. Jetzt aber. Jawohl. Auf geht's. Jawohl. Guck, was sie macht. Hey Lara, was ist mit dir, Mann? Ich bräuchte nur einmal kurz Hilfe, weil ich kriege die Tür nicht auf, während ich den Karton in der Hand halte. Der ist auch ganz leicht. Wenn sie den nur einmal ganz... Was mache ich denn jetzt? Er geht aber weiter und lässt sie stehen. Juckt ihn gar super. Nicht. Gehen wir weg. Sieht aber noch. Ups. So Leute, wir brauchen ein bisschen mehr Action. Schickt Olli rein. Hallo, wer ist denn hier verantwortlich? Darf ich vorstellen? Olli. Wer ist das jetzt? Das ist unser Superlock-Vogel. Woher kennen wir den? Guckt den euch doch mal genau an. Ah, das ist der von den Großen. Ah, das heißt, der ist also quasi auf der dunklen Seite der Macht. Ja, nicht ganz. Olli hilft nämlich uns. Also ist er jetzt auf der hellen Seite? So ist es. Ich habe den Karton hochgehoben. Ja? Ja. Das müssen Sie jetzt alles wieder aufräumen. Ja. Das geht doch gar nicht hier. Wenn es in den See reinkommt, verstopft der Abfluss. Genau. Ich helfe es auch einsammeln. Olli, stopp die Zeit. Ja. Die müssen ein bisschen Druck haben jetzt. Wissen Sie was? Ich drücke jetzt noch mein Auge zu. Wir können gerne mal stoppen. Auf Null. Und los geht's. Lara, jetzt wirf doch mal ein paar Bälle raus. Wir haben doch gesagt, die sammeln auf, oder? Ey, die ist so fies, ne? Lara, du bist so fies, ne? Oh, da liegen jetzt auch noch so viele Bälle. Ja, aber wieso sagst du deiner Oma nichts, dass es offen ist? Sie sind nicht die Oma. Sie sind nicht die Oma. Sie sind nicht die Oma. Und Sie haben das hier verursacht? Genau, ich bin der Übeltäter. Und was wollen Sie mit den Bällen? Gar nicht. Tick, tack, tick, tack. Es geht, es zählt, es zählt. Ich habe ja noch viel mehr zu tun hier. So, jetzt kommen Sie mal zu mir rüber, bitte. Sollen wir wieder auf Null stellen? Nicht nochmal? Gut, sie läuft nicht mehr. Das heißt, wir beenden die Sache hier. Super. Gut, dann begrüße ich Sie herzlich in der Sendung. Verstehen Sie Spaß? Kids! Es war natürlich nur ein kleiner Prank. Aber danke für Ihre Hilfe. Sie haben das wunderbar gemacht. Und hier sind die Kameras. Sie dürfen lachen. Ab jetzt! Also. Was hat unser lieber Dennis denn jetzt schon wieder geplant? Naja, also du siehst hier schon ein kleines Aquarium vorbereitet. In dem sind ein paar Dinge drin und auch ganz schön viel Schleim. Aha. Aber darum geht es nämlich eigentlich gar nicht, denn der wahre Prank ist eigentlich was anderes. Bleib aber mal ein bisschen gespannt. Was ist denn das? Das Grüne. Siehst du da? Achso, das Grüne da? Das willst du lieber gar nicht wissen. Fang einfach mal an, wir schauen mal, was passiert. Ja, herzlich willkommen zu unserem Gewinnspiel. Sie müssen hier die Schraube müssen Sie finden. Aber wer fasst denn da freiwillig rein? Ich muss da rein lang. Genau. Sind Sie bereit? Na gut. Los geht's. Eine Schraube, eine. Ist das eklig. Ist das eklig. Sie dürfen gerne beide Hände benutzen, gell? Geht. Genau. Jawohl. Und jetzt muss ich Applaus. Das zusammen. Sie haben es geschafft? Sorry. Sehr gut. Ja. Ja. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Da hat er super gemacht. Jetzt geht der Prank eigentlich erst los. Danke. Ich würde noch mal sagen, dass Sie Ihre Hände waschen, wenn es geht, bitte. Oh, ja. Mal ablecken, nee. Würde ich jetzt nicht. Nee. Ups, Entschuldigung. Schon okay. So, können Sie gerne dann Ihre Hände abtrocknen? Nehmen Sie einfach ab. Jetzt könnt ihr gerne eure Hände abtrocknen. Handtuch, ne? Hallo! Oh.
Eine Spinne! Oh, Spinne! Wahrscheinlich hat jemand seine Spinne oder so vergessen. Ja. Wissen Sie wer? Wer? Ja. Das Team von Verstehen Sie Spaß Kids. Nee. Wirklich? Schauen Sie mal gerne in die Kamera. Winken Sie mal, winken. Da, winken Sie mal. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen! Ja, also ich würde sagen, noch Luft nach oben, ne? Ja, auf jeden Fall überarbeitungsbedürftig. Ich glaube, wir schnacken noch mal schnell mit Dennis. Ja, das machen wir sehen. Also Dennis, dass du da mal wieder komplett verkackt hast, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, oder? Sorry, Bro, du machst doch besser. Hey, jetzt nicht frech werden, junger Mann. Lass uns doch lieber mal überlegen, was wir machen können, damit der nächste Prank besser wird. Ja, also hätte ich vielleicht eine echte Spinne. Mach dir mal keine Sorgen. Wir haben gesagt, wir heizen den Leuten richtig ein, dann machen wir das auch. Die Idee grundsätzlich mit der Spinne war ja nicht schlecht. Wie wär's, wenn du einfach zur echten Spinne wirst? Leute, wie sehe ich denn aus? Bist du aus dem Kindergeburtstag abgehauen oder was? Dennis, du siehst toll aus. Und Marvin? Ja. Dich schminken wir gleich noch. Was? Ihr dürft ja im Wald nicht auffallen, ne? Perfekt für unseren nächsten Prank. Also, wir befinden uns heute an einer Lichtung im Wald. Und zwar nicht nur wir, sondern auch viele von unseren tierischen Freunden. Wir haben auch eine Ampel auf dieser Lichtung aufgestellt. Und die Touris und Leute, die hier einfach nur ein bisschen spazieren gehen wollen, die werden heute mal ordentlich auf den Arm genommen. Bist du bereit? Ich bin bereit. Los, let's oder? Go. Schauen wir mal, wer kommt. Oh mein Gott. Ah, ja. Die sind richtig gut. Ich glaube, die Kinder werden es checken. Aber sie hat es verstanden, Geht der hier vielleicht runter? Grüß dich, der Tourist. Halt! Stopp! Haben Sie mich jetzt erschrocken? Ach, das tut mir leid, das wollte ich nicht. Erschrocken. Tut mir leid, wenn ich Sie erschreckt habe, aber ich glaube, Sie sind gerade über die rote Ampel gelaufen, kann das sein? Das ist so rot, ja? Wie Ampel hier? Sie verstehen es gar nicht. Haben Ampel. Sie noch nie eine rote Ampel gesehen? Doch, aber eine Ampel im Wald ist schon äußerst ungewöhnlich. Ja. Das ist die Ampel, wir haben doch kein Auto dabei. Sie hätten das Schild vorne lesen müssen. Was muss ich lesen? Ich muss nicht. Und das bedeutet, man kann hier nicht runter zum Jägerhaus laufen? Gerade nicht. Also so. Wenn hier die Ampel rot ist, ist hier erstmal Alarmstufe rot. Echt? Lara sagt ihnen, dass sie den Baum bitte umarmen sollen. Bitte, bitte. Nein, das machen die safe eh nicht. Sie können aber in der Zwischenzeit gerne den Baum umarmen. Wollt ihr einen Baum umarmen? Ich rate, dass die meisten Leute, die hier lang gehen, einfach mal streicheln, gibt Kraft, so einen Baum. Na gut, dann streicheln wir mal, ne? Zuerst ihr? Hey, das die waren was wirklich? Ja, Alter. Meistens sogar, ja. Also ich wusste nicht, dass sowas gibt. Sowas steht doch sonst immer bei uns in der Zeitung. Wir haben da Sensoren im Wald aufgebaut. Aha. Wenn die Ampel rot wird, dann sind unsere Sensoren ausgeschlagen wegen dem erhöhten Wildwechsel. Und das heißt, hier könnten gleich Tiere kreuzen. So? Wie? Ja, deswegen ist hier die Ampel. Rot warten, grün gehen. Haben Sie das noch nie gehört? Nein. Hat er noch nicht gesehen, ne? Ja. Jetzt zum ersten Mal. Und sind hier Bären oder irgendwas? Unter anderem, ja. Okay, wir müssen los, wir müssen los. Entschuldigen Sie, ich habe extrem Kohldampf. Wo blüht denn hier der Klee? Einfach weiter in die Richtung. Die Richtung? Alles klar, danke. Halt, halt! Wohin gehen Sie? Jetzt wird's grün gleich. War das jetzt der Wildwechsel? Ja, Gefahr vorüber. Das war der Wildwechsel? Das war der Wildwechsel. Und ich sag herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß Kids. Wo haben Sie denn die Kamera versteckt da drin? Das hätte ich höchstens am 1. April gesehen. Ach, echt? Ich hab gedacht, Sie wollen mich jetzt verhaften oder so. Ah, Sie dachten, ich verhafte Sie? Ja, jetzt kommen hier wilde Bären oder irgendwas vorbei. Nein, verarscht habe ich Sie nicht verhaftet. Wie lange sitzt du da jetzt schon? Ja, eigentlich nicht so lange. Weißt du warum? Hm? Ich zeig dir jetzt mal eine richtig coole Funktion. Lara, ich brauche einmal Wasser, bitte. Ich sehe schon, was da für Dinger bei rauskommen.
Mit solchen Dingern können wir aber nicht so eine coole Wasserschlacht machen, wie wir es geplant haben. Das muss ein richtig großes Ding werden. Ey, was? Dennis, nein, die fallen von selber. Doch, du musst mir helfen. Dann mach sie doch ab. Mach ich doch. Lara, weniger Wasser, bitte. Also, wenn unser Prank genauso gut läuft, wie die Herstellung von diesen Wasserdingern, dann wird's mega. Ey, Marvin! Was denn? So, Leute, auf geht's. Prank Time. Heute Wasserschlacht. Also hoffentlich eine richtige Wasserschlacht. Wir haben die Jungs mit Wasserbomben ausgestattet und die werden versuchen, im Café eine richtige Wasserschlacht anzuheizen. Lockvögel haben wir auch platziert. Die werden auch nochmal das Ganze richtig befeuern. Los geht's. Da chillen sie noch. Pass auf, vielleicht wird's nass. Heute haben wir noch Johanna dabei. Das ist unser kleines Multitalent. Jungs, okay, ihr könnt los. Lass mich! Und Johanna, du brauchst unbedingt Hilfe. Bitte, bitte helfen Sie mir. Mein Bruder und sein Freund haben mich voll nass gespritzt. Können Sie mir bitte helfen? Nicht richtig, los. Einfach alles rausfeuern, was ihr habt. Oh, voll was abbekommen. Oh, Jungs! Volltreffer! Johanna, zeig ihn, griff zurück! Komm, wir wollen noch mitmachen. Gib mal die Wasserbomben weiter, Johanna. Sorry, aber ich bin nicht so ganz passiert. Alles rauf, Leute. Alles Wasser, was ihr habt. Vollmarsch. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, tatsächlich. Er wirft einfach direkt. Ja, die Kleine war sofort dabei, das habe ich gesehen. Komm, Dennis! Ey, Leute, der Vater dreht richtig auf, passt auf! Das ganze Café soll mitmachen. Okay, jetzt muss ich eingreifen. Jungs, ich komm raus. Halt sie mal, bis sie gerade alle aufhören. Herrlich. Wer war das? Die. Oh. Du hast mit Vogelkerle. Oh. Was auch sonst komm hier rum. Die waren das? Nein. Sie waren das? Sie, irgendwie. Zurückschmiegt jetzt, was? Sie haben uns doch hier angefangen mit... Entschuldigung, mal ganz kurz, Jungs. Ich regel das, ja? Ab und nass machen, auf einmal fangen die hier an uns mit Wasserbomben. Die haben Wasserbomben hier mitgebracht. Das ist ein Café. Ja, das ist mir. Hier angefangen, Bomben hier zu werfen. Die Tasse ist doch kaputt gegangen, oder? Wir haben meine Schwester gejagt, aber sie hat... Ja, das ging bis hierher. Und dann haben wir gedacht, ihr kennt die, dann kamen die her, gesagt, kommt, macht mit. Wir haben dann hier alles nass gespritzt. Dann haben wir mitgemacht, nachdem ihr angefangen habt. Das ist wirklich super freundlich von Ihnen. Ja. Naja, aber Sie sind gerade mitten bei Verstehen Sie Spaß Kids. Da ist die Kamera. Wurde gerade aufgenommen. Das war doch mal wieder lustig. Für weitere coole Videos, dann schaltet doch jetzt in der ARD Mediathek ein. Abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren und ein Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das ist so komisch, wenn ich meine Hände nicht bewege. Tschüss. Ich habe jetzt ungefähr eine Viertelstunde gezeigt, bevor du gesagt hast, zeig drüber.